Ich habe die ganze Woche darauf gefreut. Ey, hast du schon gestartet oder was? Geht's los? Geht schon los. Jetzt geht's los. Ja, heute ganz spannendes Thema, aber wo sind wir überhaupt hier? Wir sind ja bei About Schmidt Show mit Antrag. Und neu, genau. Und wir haben es euch das letzte Mal versprochen. Quasi fast vorenthalten, aber heute ist es dann soweit. Ja, heute ist es soweit. Wir kommen nicht mal an dem Thema vorbei. Ich dachte eher, das wäre sowas, was man so in Folge 25, 30 macht. Aber ich habe dann doch schon durch die Reaktion auf unseren Podcast gemerkt, das Thema brennt einfach den Leuten auf der Seele. Definitiv. Ja. Wir sprechen von Oli P. Obwohl, das fand ich ja lustig. Ich war nämlich vorgestern im Zug und dachte, Mensch, ja. Oli P., aber wer ist Oli P.? Ja. 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 Wer ist denn Oli P.? Ja, Oli P. war ja nicht Oliver Pocher. Meinst du jetzt den Musiker? Ja, eben, genau. Ja. Oli P. war ja nochmal jemand anderes. Ne? Oliver Petzokat. Aber der hat jetzt hier nichts damit zu tun, ne? Nee, der hat überhaupt nichts damit zu tun, aber der war bei uns zu Gast, sowohl war Oli P. zu Gast, als auch seine, zumindest damals, fantastisch aussehende Frau, Freundin. Gibt es die eigentlich noch? Ja, die ist nicht tot. Nee, ich hatte die noch. Nein, die haben sich scheiden lassen. Ich habe das alles recherchiert, 2007 oder 2009. Tatjani Katranzi, also er war süß und sie war süß. Und wie das oft so bei so zwei Süßen ist, das geht dann nicht. Dann geht's in die Hose. Nee, das geht auf Dauer nicht gut. Nee, aber heute geht's um den, wie haben wir es genannt, den Lord Voldemort, der Harald Schmidt-Show. Ja, aber das ist... Ich fand ja, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, Olli immer, also ich habe ihn schon Olli genannt, ne? Also den Pocher, Pochers Olli. Ich fand ihn immer okay, auch in der Zusammenarbeit hinter den Kulissen und es wird dann auch ein bisschen unterschätzt, was er wirklich dann auch zu dieser Show damals beigetragen hat und es wird auch ein bisschen, also Lord Voldemort, um jetzt mal bei der Analogie zu bleiben, der ist ja von sich aus böse. Ne? Ist auf dem Rachefeldzug. Ja. Also Oliver Pocher hat ja beide nicht auf dem Rachefeldzug und hat versucht, die Harald Schmidt Show zu zerstören. Ja, und geheime Mächte irgendwie haben ihn der KGB und der CIA da eingeschleust. Nein, das war ja alles anders. Aber ich würde einfach mal sagen, weil es zu schön ist, wir hören erstmal in den bekanntesten Ausschnitt von Schmidt und Pocher rein. Genau. Das war natürlich ein mega schwerer Titel, den ihr ausgesucht hast, weißt du selber. Du hast nicht jeden Ton komplett getroffen und so, aber ich hoffe, die Zuschauer rufen für dich an. Und hier ist noch ein Geschenk für dich. Ja. Alles klar. Aber das ist ja völlig uncharmant für so eine kleine, miese Type, die, wenn sie Fotzensekret überreicht, kriegt erstmal so klein ist mit Hut und dann im ausländischen Gast so reinsimmelt, der kein Deutsch versteht. Ist uncool. Oliver Pocher, nächstes Mal hat es begriffen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tja, verrückt, dieses Gesicht, ne? Also wie ein kleiner Schuh, da hat er überhaupt nicht damit gerechnet, denke ich. Ja, das ist hier irgendwie so, eins der meistgeklicktesten YouTube-Ausschnitte, ne? Ja. Der Harald Schmidt-Show. Die ja damals nicht Harald Schmidt-Show hieß, sondern Schmidt und Pocher. Und da sieht man wirklich auch aus diesem Bild, wie heißt das irgendwie immer, dieses Standbild, was so vor den YouTube-Clips ist, dieses... Thumbnail. Daumennagel. Genau. Ja, und da guckt er wirklich. Ganz betrüppelt. Wie ein nasser Hund. Als hätte ihn rein. Als wäre jetzt kurz irgendwie der Zug über ihn gerast. Und das war ja auch so. Also ich glaube, es ist einmalig im deutschen Fernsehen, dass ein Moderator, sein Co-Moderator irgendwie... Ja, und hat er auch überhaupt nicht damit gerechnet, glaube ich. Er fand es, glaube ich, mega lustig. Jetzt müssen wir das aber nochmal alles auseinanderklamüsern, ja? Wir hören uns das gleich nochmal an. Also, ne, jetzt erzähle ich erstmal die Geschichte. Dann machen wir es. Und dann hören wir es nochmal an, weil es so geil ist. Also, es war eine Legende. Also, es war nicht nur wegen dieser kleine miese Type-Spruch von Harald eine legendäre Show, sondern auch, weil der Gast Lady Ray Bitch war. Ja. Es war damals diese Zeit, also diese Sendung war übrigens vom 24. April 2008. Einer meiner letzten... Übrigens einer deiner letzten. Ja. Und da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Nee, da komme ich erst direkt drauf zu sprechen. Also, warum habe ich da eigentlich nicht gesessen und habe selber gesagt, du kleine miese Typ. Genau. Ja?
Nee, das war einfach so. Irgendwann, das kennt man ja, bei einer langjährigen Beziehung, hatte Harald so das Gefühl, er braucht mal was Neues, Junges, Blondes, so wie er Heinreich gesagt hat. So, und irgendwann, weiß ich noch, saß man dann in so einer Konferenz, Frühling 2007, und dann sagte Harald so, ach übrigens, ab Sommer, wenn wir wiederkommen aus der Sommerpause, heißt die Sendung Schmidt und Pocher und dann ist Oliver Pocher mit dabei. Und alle gucken mich an. Ja, und die Idee hatte er selbst, oder? Ja, die Idee hatte wahrscheinlich eher sein Freund, Chef, Arbeitspartner Fred Kogel. Mhm. Also der Mann, der ihn ja überhaupt erst zu Sat.1 damals geholt hat, mittlerweile dann auch freier Produzent. Und ja, also ich bin. Das war auch so eine Zeit, wo die Kommunikation nicht mehr so toll war mit Harald. Die ARD-Zeit, da werde ich dann auch nochmal irgendwie gesondert ausführlich drüber sprechen. Und das war halt einfach ganz klar, das war jedem im Raum klar. Also damit ist Andrak als Sidekick abgesägt. Und ja, wie war das für dich in dem Moment? Ja, scheiße. Ja. Also das ist so, das ist wie ein Rausschmiss, ist klar. Ne? Also ja, das ist im Prinzip so, auch dann unvorbereitet, ne? Wenn du sagst. Ja, ja, mega. Also die hatten da im Hintergrund die Gespräche geführt und alles klar gemacht und anscheinend auch schon mit der ARD oder dem WDR gesprochen. Ne? Übrigens, das heißt Schmidt und Pocher. Die haben übrigens gekotzt. Ja? Also das habe ich auch ganz, ganz oft gehört. Bei Leuten, die gesagt haben, oh, das habe ich ja nicht mal geguckt, seit der Pocher da war. Vielleicht auch nicht, ne? Also ich habe es mir ein, zwei Mal angeguckt. Ja, aber dann gab es ganz oft die Vermutung, die ARD hat da die Finger drin gehabt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn ihr wüsstet, wie die Gremien der ARD ticken, glaubt ihr doch nicht im Ernst, dass sie gesagt haben, Herr Schmidt, bitte nehmen Sie sich ganz dringend Oliver Pocher als Partner. Ja? Das wünschen wir uns als öffentlich-rechtlicher Sender so sehr. Ja, vergiss es überhaupt nicht. Hier, wir trinken uns, ich habe gerade Durst. Ich auch, dringend. Aber wir haben hier ein, also ich habe mir gedacht, zum Thema Oliver Pocher trinken wir mal Klaus Thaler. Was hat denn das zu bedeuten? Nee, so nach dem Motto, das war so ein bisschen Late Night mit Harald Schmidt, aber dann auch, ja, es fehlte was. Ja, doch. Ja, das passt. Nämlich der Spaß. Ich bin gespannt. Lange nicht mehr Klaus Thaler getrunken. Das ist gar nicht so schlecht. Ne? Nö, ne? Also hätte ich jetzt nicht schon normales Bier heute Nachmittag, nachdem ich mit dem Hund gegangen bin. Du hast ja gekniffen. Ja, ich hab nicht. Du, seit du diesen Podcast machst, treffen wir uns überhaupt nicht mehr zum Hunde gehen. Ne? Doch, das nächste Mal geht wieder. Ja, ja, ja. Und nächste Woche bist du jetzt, deswegen sagen wir ja, nächste Woche bist du wieder in Bella Italia. Übernächste Woche geht's wieder. Ja, ja. Da gehe ich wieder mit. Ja, aber da kann ich nicht. Ja, so, aber das schmeckt gar nicht schlecht. Klaus Thaler, das Original, es gibt ja mittlerweile auch noch extra herb, glaube ich. Ne? Ja, und zwar haben sie hier auf dem neuen Ticket, das finde ich auch ganz interessant, seit 1979, damit ist dieses Bier exakt ein Jahr jünger als Oliver Pocher. Ja. Was hast du jetzt? Nein. Nichts mehr. Wenn das kein Zufall ist, ne? Frag mich doch mal, wie es mir gegangen ist. Schmeckt wirklich nicht so schlecht, ne? Ja, wie ging es dir in der Konferenz? Also ich kann mir das vorstellen, wenn ich da... Ja, also so als wenn irgendwie unter dir eine Falltür aufgeht, ja, und du mehrere 10.000 Meter in die Tiefe stürzt. Ja? Also alles, was ich gerne gemacht hatte da zu diesem Zeitpunkt, die letzten 12 Jahre, war perdu. Und du wusstest vorher auch nicht? Nein, ich wusste nicht, ich wusste gar nichts. Und ich bin natürlich, also ich bin wahrscheinlich kalkweiß geworden. Wie gesagt, alle Kollegen haben mich angeguckt nach dem Motto, fängt an zu heulen, fängt an zu schreien, läuft er raus, erwürgt er Harald, haut er ihm eine runter, verbiegt er ihm die Brille, keine Ahnung. Nein, ich habe Kontenance gewahrt, aber ich bin natürlich dann schon nach der Konferenz zu ihm gegangen und habe gesagt, gut, die Message ist klar, also ich sitze da nicht mehr. Brauchst du denn noch einen Redaktionsleiter oder soll ich mir einen neuen Job suchen ab Spätsommer? Und er so, nein, natürlich machst du alles läuft wie bisher. Aha. Alles läuft wie bisher, nur der Pocher, der sitzt halt dann jetzt so mit dabei. Ja. So. Und das war die Geschichte damals, wie ich sie erlebt habe. Und dann dachte ich mir nur so, na gut, also ich meine,
Das Gehalt war nicht mehr so gut, Mainz zumindest, wie in den ganz guten Zeiten, Ende von Sat.1, aber immer noch so, dass man sagt, gut, bin ich halt jetzt wieder wie früher hinter den Kulissen, mache Redaktionsleitung von Schmidt und Pocher und guck mal, wer da so kommt. Und es war ja quasi kein Unbekannter von uns, also er war bestimmt, bevor er da Co-Moderator, also Sidekick war er nicht, also das war ja auch alleine, dass er am Anfang den Monolog, der heilige Monolog, ja, das ist ja für jeden Late-Night-Moderator so das Ding, ich komme raus und erzähle dem Publikum Witze, ganz allein, nur ich und das Publikum und das muss irgendwie funktionieren und das haben die sich halt echt aufgeteilt, ne? Also das war, und das muss man ja auch mal überlegen, wie hart das war für einen wie Schmidt, der ja vorher war Sat.1 jeden Abend, zumindest 4 Tage die Woche, also jeden Abend, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, vor sein Publikum getreten ist und Gags gemacht hat. Mhm. Mal ging es besser, mal ging es schlechter, egal. So, und plötzlich muss er sich das mit Pocher teilen und die Sendung war seitdem... Aber war das jetzt sein Wunsch? Ja, natürlich war es sein Wunsch. Natürlich war es sein Wunsch. Ja, ja, genau. Ja, gut, dass du es ansprichst. Wie du das in der letzten Folge gesagt hast, ne? Ja, genau. Da hatten wir ja, wie hieß es nochmal? Mir kommt das nicht über die Lippen. Waldi und Harry. Waldi und Harry. Furchtbar. Genau. Ja, genau, das war sein Wunsch gewesen. Ja, einfach mal selber Sidekick sein. Und das hat er sich, glaube ich, von Oliver Pocher versprochen. So, der junge, dynamische Moderator, der macht davor ein paar Gags und ich bringe da einen. Aber das als Alpha-Tier geht das natürlich nicht. So. Das denke ich mir, schwierig. Ja, also was nämlich, weil es nicht so akustisch ist, ich wollte gleich nochmal die Geschichte erzählen, wie das dazu kam, aber wir kommen noch wieder drauf. Eigentlich müsste ich hier diesen Podcast mal in einer Regie führen. Also ich meine, es ist ja irgendwie, ich laber hier immer mich um Kopf und Kragen, ist auch keine Struktur drin. Aber ist vielleicht auch das Schöne. Deswegen ist es ja ein Laber-Podcast. Jetzt hast du den Faden verloren. Ja, nur ganz kurz. Nein, es ging ja darum, dass Harald sich ein bisschen zurücklehnt, aber dann war er einfach zu selten dafür auf Sendung. Weil was man ja auch noch bedenken muss, wir hatten ja ein Jahr ARD hinter uns. Ne, 2 Jahre sogar. 2 Jahre. 2005, 2006, 2006, 2007. 2 Jahre ARD hatten wir hinter uns. Und da waren die Sendetage nur noch Mittwoch und Donnerstag jeweils 1/2 Stunde. Mhm. Netto. Ohne Werbeunterbrechung, logisch, über Sat.1. So. Und dann kam Pocher. Und dann ging die Sendung nur noch donnerstags 1 Stunde. Das heißt, wenn Pocher dran war mit Stand-Up, musste Harald 2 Wochen warten, bis er wieder dran war. Und das hat ihn natürlich wahnsinnig gemacht. Also, also diesen Ausschnitt, den wir natürlich gleich nochmal spielen werden, weil er so wunderbar ist. Es gibt eigentlich noch einen geileren Ausschnitt, den gibt es aber nicht bei YouTube, weil der nicht so akustisch auch funktioniert. Und zwar war das ein Stand-Up, wo Pocher rauskommt, ja, und keine Ahnung, ob er einen guten Tag hatte oder die Autorin hat einen guten Tag. 12, 14 Gags, ein Feuerwerk, ja, die Leute haben sich bepisst, ja. Pocher kam so gut an, Pocher hat sich so gefreut, ja, dass er so gut ankommt, ne? Und dann macht die Regie was Geniales. Und zeigt Harald, der an seinem Schreibtisch sitzt und diesem aus seiner Sicht Desaster zuschaut, ja? Arme verschränkt und Blicke, Blitze, die töten können. Ne? Also das hat er natürlich, so hat er sich das nicht vorgestellt, ne? Ja. Dass er da sitzt und der andere abräumt. Und nichts mehr macht, ne? Ja, und also da hat er sich ganz viel aufgestaut. Auf jeden Fall die bewusste Sendung. Na, aber erst nochmal zurück. Oh, was ist heute mit mir los? Ich muss ein bisschen mehr alkoholfreies. Vielleicht liegt es am Biermangel. Ich mache gleich schon mal. Ich mach gleich schon mal das Bier der nächsten Folge auf.
Nein, also nochmal von Anfang an zu erzählen, Harald war, wie er immer irgendwie bei neuen Projekten Feuer und Flamme ist, also mit Pocher, das läuft super. Und Pocher hat auch irgendwie noch seinen besten Autor, Producer mitgebracht. Und alle anderen Autoren bei uns so, oh, zitter, zitter, da kommt jetzt der Gigant von Pocher. Und man muss dazu sagen, also bei uns sind schon Jahre, das wussten alle Autoren auch, sind rausgeflogen. Wenn irgendwas, irgendein Einspielfilm ums Thema Geld ging und dazu dann das Fantasieloseste, was man nehmen konnte, als Musik genommen wurde, nämlich von Pink Floyd Money. Ich weiß nicht, kennst du das so am Anfang mit so einer Registrierkasse und dann Money? Ja. Und wenn Harald das gesehen hat, hat er gesagt, raus mit der Matz, das geht ja gar nicht, das ist ja irgendwie WDR 2 und ganz Schlimmes. Einfallsloser geht's nicht. Und dann hat er mit Pocher irgendwas gedreht und da ging es auch darum, wer wie viel in dieser Show Schmidt und Pocher verdient, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und dann gucken wir uns dieses fertige Werk an, was dieser neue Mega-Super-Producer produziert hat. Und das Erste, was wir hören, Money! Und wir alle so, die alten Hasen. Okay, das war viel Spaß. Ja, der war dann 3 Wochen später weg, der neue Super-Producer. Da war Oliver Pocher allein mit den alten Autoren und mit mir. Aber das hat auch gar nicht so schlecht geklappt. So, die Show vom 24. April, da musste, glaube ich, was raus. Also da hatte sich so viel angestaut, dass man, also ich war ja in dieser kompletten, das war ja nicht ein Jahr, sondern eine Season, wie das in Amerika heißt. Das heißt, nach der Sommerpause, August oder September, haben wir angefangen mit Pocher 2007 und dann im Mai 2008 war es vorbei und dann war es auch für mich vorbei. Okay. Also ich habe dann später so getan, als wäre ich freiwillig gegangen, aber ich habe einfach im Urlaub auf Mallorca einen Anruf von Fred Kogel bekommen. Harald fände es gut, wenn ich irgendwie ein paar Jahre länger in Urlaub bleibe. Habe ich verstanden. Und das war dann auch gut und ich war eigentlich auch mehr erleichtert. So, aber an diesem 24. April war die Situation folgende: Lady Ray Bitch. Und das war meine Schuld, dass sie zu Gast war. Das sage ich offen. Die war damals ein bisschen, kontrovers diskutiert. Nicht nur in der Bild-Zeitung, sondern auch durchaus in der Süddeutschen Zeitung und FAZ, aber die waren Thema. Die waren Thema im Feuilleton. Ja, den Namen habe ich noch mal gelesen. Ja, und die hatte halt irgendwie, ich glaube, türkischstämmig, aber als so der erste ziemlich derbe Deutsch-Frauen-Rap. Ne? Ich habe, glaube ich, nie was von der gehört, aber ich dachte mir, also wenn wir jetzt nur mal Schmidt und Pocher machen, dann ist das ja, ne, also zwischen Feuilleton und Brachial, das passt doch zu Pocher und Schmidt. Ne? So. Und dann habe ich das so mit Harald und Olli abgesprochen und dann sagten die, oh, Lady Ray Bitch, mega. So. Und die überreichte während der Sendung, und da wurde Oliver Pocher, und das muss man auch noch dazu sagen, Oliver Pocher ist ja das Kind, seine beiden Eltern sind Zeugen Jehovas. Ja. Wie du das hast, ja. Ja, weiß ich. Ja, aber du nimmst das so selbstverständlich. Sind deine Eltern auch Zeugen Jehovas gewesen? Das ist ja furchtbar. Weißt du, wie der Typ aufgewachsen ist? Der ist ja da als Kind mitgeschleift worden. Ja, der hat vor 1000... Turm hier, ne? Ja, und vor 1000 Wohnungstüren gestanden und 999 ging zu. Ja, also der hat irgendwie dieses, wir wollen euch nicht, ihr kriegt auf die Fresse, damit ist er ja aufgewachsen. Also der hat ja, der braucht ja mehrere Psychotherapeuten am Tag, ja, um das aufzuarbeiten. Stattdessen geht er ins Fernsehen. So. Und als Lady Ray Bitch dann irgendwie, die natürlich das total geil fand, in der angesagtesten deutschen Fernsehsendung aufzutreten, dann hat die ihm halt so ein kleines Döschen überreichen, hat gesagt, das ist ihr Fotzensekret. Ja. Also das hätte sie sich halt aus der Mumu geholt und so der Saft da aus der Mumu. Ne? Und dann ist Oliver Pocher sowas von rot geworden. Wie ich bei der Katrin.
Der der feine Mike ist jetzt schon die Katrin. Die Katrin, nein. Für mich von einem Bauernfeind. Ja, okay. Ah, für die Katrin. Ja, die ihr hattet seitdem auch noch. Nein. Rendezvous. Kein Kontakt. Kein Kontakt. Hals, hier, ich sehe es doch. Nee, da habe ich gekratzt. Von der Seite sehe ich. Ja. Klar. Ja, okay. Ist schon gut, Mike. Aber du wärst wahrscheinlich auch rot geworden. Ich glaube, das ist durch, ne? Das ist total durch. Wenn Lady Ray Bitch dir Fotzensekret überreicht bekommen hätte, wärst du auch rot geworden. Auf jeden Fall. Ja, mag sein. Also Pocher hat die Sprache verschlagen, dann war am Ende... Zum ersten Mal, ne? Dann war am Ende ein musikalischer Gast, wie heißt er nochmal, Mariah Mina, aus Kanada, glaube ich. Und die hat halt performt und die konnte natürlich kein Deutsch und dann hat irgendwie Oliver Pocher diese unsägliche Dieter Bohlen Parodie gemacht. Ich würde sagen, hör mal rein. Ja, warte, wir hören erst rein, weil da muss man sich dieses Gesicht von Mariah Mina vorstellen, weil sie merkt schon bei dem, was er sagt, und das Publikum lacht so ein bisschen, dass sie von ihm verarscht wird. Ja. Ja, weil er sagt so nach dem Motto... Nee, das muss man sich auch angucken, ne? Das ist ja schlecht zu hören. Ja, doch, aber wenn ich das erzähle, dann kann man sich ja das vorstellen. Man kann es ja später angucken, nach diesem Podcast. So, und also ihr ist es unangenehm. Und das war, glaube ich, dann... und dann überreicht er ihr noch irgendwie dieses Fotzensekret und fand das lustig. Und da war er dann sowas von sauer. Und dann komm, wir hören uns das nochmal an. Das war natürlich ein mega schwerer Titel, den ihr ausgesucht hast, weißt du selber. Du hast nicht jeden Ton komplett getroffen und so, aber ich hoffe, die Zuschauer rufen für dich an. Und hier ist noch ein Geschenk für dich. Ja. Alles klar. Aber das ist ja völlig uncharmant für so eine kleine, miese Type, die, wenn sie Fotzensekret überreicht, kriegt erstmal so kleines mit Hut und dann im ausländischen Gast so reinsimmelt, der kein Deutsch versteht. Ist uncool. Oliver Pocher, nächstes Mal hat er es begriffen. Bis nächste Woche. Tschüss. Es ist wirklich seinen Kollegen kleine miese Type zu nennen und beim nächsten Mal hat er es begriffen. Darüber wurde danach überhaupt nicht mehr geredet. Ne? Also die beide haben so getan, als wäre das Normalste von der Welt. Genau. Großartig. Ich muss aber jetzt wirklich mal eine Lanze für Olli brechen, weil das war so eine Zeit. Also im ersten Halbjahr, bis Weihnachten 2007, war die Zusammenarbeit super. Ja, wie war das eigentlich nach der Konferenz? Ne? Da ging das los, der Pocher war vor der Bühne, also auf der Bühne, du hinter der Bühne. Wie war die Zusammenarbeit? Die Zusammenarbeit mit Pocher war super, mit Harald am Anfang auch, wie gesagt, erstes Halbjahr. Da gab es jetzt keine Spannung oder so? Nein, überhaupt nicht. Und das, also gut, Harald hatte dann nach 6 Wochen keine Zeit mehr und keine Lust mehr, mit Oliver Pocher zu drehen. Aber jetzt, was mich anging, also ich hatte ein super Verhältnis weiterhin zu Harald, obwohl, also dieses, was dann noch jahrelang bei Sat.1 üblich war, dass ich jeden Tag irgendwelche Konzepte, Ideen mit ihm ausgeheckt habe in seinem Büro, das war vorbei. Also angeblich war er dann zu Hause den ganzen Tag nach der ersten Konferenz und kam zur Show erst wieder. Und Pocher war die ganze Zeit da und ansprechbar und war oft in meinem Büro und ich hatte wirklich ein gutes Verhältnis zu ihm, muss ich sagen. Und er hat auch viele gute Ideen beigesteuert. Also wir können gleich mal in eine reinhören. Das war halt, ist ja bis heute immer noch ein Mega-Renner bei RTL, das Dschungelcamp. Und das war Ollis Idee zu sagen, weil die hatten damals wohl so einen Zug, wo dann so irgendwelche ekligen Sachen unter so Hauben waren. Mhm. Und Spinnen und keine Ahnung, Schlangen, Hirn und keine Ahnung was. Und dann mussten die Kandidaten das essen und es war so Zufall, wann der Zug stehen blieb und was wer essen musste. Und dann haben die das einfach mit ganz normalen Lebensmitteln gemacht, mit Schwarzwälder Kirschtorte und Kartoffelsalat und Würstchen. Wir können ja mal reinhören, das ist sehr, sehr lustig. Oh, ich kotze gleich. Ich mach. Okay. Bin ich gespannt. Oh. Kartoffelsalat.
Ja, ich kotze gleich Kartoffelsalat. Ja, und dann nimmt er das so mit den Händen und isst den Kartoffelsalat, als wäre das wirklich irgendwie so ein Schlangenbrei. Und es ist einfach nur wahnsinnig lustig, dieses Prinzip umzukehren und so mit ganz normalen Mitteln das zu machen. Und das haben die beiden sehr, sehr gut performt. Und wenn man sich so einen Ausschnitt bei YouTube anguckt, denkt man so, ey, mega, super gespannt, ja. Und da gab es schon einige Aktionen. Also es ist, wie das so bei der alten Harald-Schmidt-Show und die neue, als ich Sidekick war, so war es auch so ein bisschen bei Schmidt und Pocher. Es war nicht alles schlecht. Nee, mit Sicherheit waren da alles schlecht. Ja, also ich denke, bei dem Pocher ist es so, entweder mag man den oder man mag ihn nicht. Ne? Und ich glaube, ganz, ganz viele von dem Stammklientel von Harald, von den Stammzuschauern, die haben überhaupt keine Chance gegeben. Die haben also Pocher überhaupt keine Chance gegeben und sich darauf eingelassen. Natürlich hat er da jetzt, stand er nicht für Hochkultur und hat irgendwas über Beethoven da gesagt, aber was er gemacht hat, das hatte schon Hand und Fuß und war auch im Zusammenspiel, also ich meine, er hat später ja auch eine eigene Late Night gemacht, das war ja, aber im Zusammenspiel mit Harald war das eigentlich zu 60-70% echt okay, aber man hat halt immer mehr gemerkt, Harald hatte da keinen Bock auf die Nummer. Ja, es hat irgendwas gefehlt. Aber interessanterweise, ich war ja dann weg Mitte 2008, und dann haben die aber noch ein Jahr lang gemacht. Ich frage mich irgendwie, wie die das geschafft haben. Aber du hast es auch nicht mehr gesehen, oder? Nee. Ich habe, wie gesagt, ein, zwei Folgen noch geguckt. Und da findet man auch dann relativ wenig Material im Internet. Und wir kommen jetzt gleich. Nein, wir kommen nächste Woche. Genau. Wir kommen nächste Woche zu einem anderen erfreulichen Thema. Ja, für dich. Wie für mich? Für dich oder für mich? Ja, für uns beide. Ja, stimmt. Ich hoffe es. Also auf jeden Fall gibt es dann was anderes als Klaus Thaler. Ja, das hoffe ich auf jeden Fall. Das Thema ist die Harald Schmidt Show und Fußball. Ciao, ciao, sagen der Neu und der Antrag. Bleibt uns gewogen. So sieht's doch aus, About Schmidt Show. Nächste Woche geht's ab.